Ja, moin und willkommen zu einem weiteren Hextech Opening. Und da habe ich auch die Bewitching Miss Fortune Prestige Edition. Das ist ein geiler Skin. Ja, Medienfreunde, es ist es soweit. Ein neues Video, ein neues Hextech-Video. So, ich habe für euch insgesamt 17 Kisten. Ich fange einfach direkt an. Und zwar auch mit den 16, beziehungsweise 17 Kisten. Und die erste Kiste öffne ich jetzt. Als ob Project Ash aus der allerersten Kiste. Geil. Ich hatte das Kind schon, aber what the fuck? Weiter geht's. Dreher hat Soraka. Oh, ich hab's gerade geskippt. Oh mein Gott, ich hab einen Gemstone bekommen. Ich hab schon 20. Okay, nächste Kiste. Eine Kiste in der Kiste. Siren Cassiopeia. Und Taxi-Schlüssel. Haunted Maokai. Nee. Einen toten Baum will ich nicht als Champion. So. Ey, was ist da los? Wieder in der Hexe-Chess. Dynastie Ari. Elise. Na gut. Champion. Nee. Santa Penguin Ward. Wards bin ich eh nicht so ein Fan, aber. Für 150 Errungsessenzen. Nehme ich. Nicht wundern für die 5000 orange Essenzen, die ich da habe. League of Legends ist ja 10 Jahre alt geworden und ab dem Tag, wo es 10 Jahre alt geworden ist, hat jeder, der an diesem Tag LoL gespielt hat, diesen Endeskin bekommen. Und ich finde den eigentlich relativ cool. Vor allem einfach mal ein Teemo als Tilbas sozusagen. Einfach als Tilbas. What the fuck? So, weiter geht's. Sinful Suslalala. Ein weiterer Morgana-Skin. GG. Good as gold. Na, diesen Sticker mag ich eher nicht so sehr, aber ist ein TFT-Emote. Freut mich. Was ist da los? Wieder eine Hexig-Chest, Und Braum. Thunderlord Woolybear. Pinguin Ski Award. Wieder 150 Euro in den Lizenzen. Ja, moin! Und da ist die Lulu. Champs in der Kisten finde ich immer noch richtig meh. Death Blossom Elise. Das ist ein cooler Elite-Skin. Ich glaube sogar, das ist der erste Skin, wo Elite rausgekommen ist. Musketier Twisted Fate. Ui. Ich würde mich freuen, wenn es so Musketier, dann wirklich so eine Musketier-Reihe geben würde. Musketier Fiora würde auch sehr gut passen, finde ich. Hallo? Slackt, glaube ich. Vielleicht ein mystischer Skin. Nein, wieder in der Kiste. Was ist da los? Academy Darius. Ich glaube, den habe ich sogar schon. Weiß ich gar nicht. Hallo Lulu. Da schleichst du dich wieder in meine Videos. Was soll das? SKTT1 Rise. Würde ich Rise öfter spielen, würde es sogar ein richtig cooler Skin für mich sein. Looking for this? Ein Emote. Da ist auch der Ezreal. Der Ezreal hat schon Level 7. Der Champion Chart bringt mir halt gar nichts. Außer im Lower Essenzen. So. Ich habe selten die Masterwork Chest geöffnet. Und ich wundere mich gerade, warum das hier einfach so geil aussieht. Pow. Totemic Maokai. So, dann wollen wir mal den 10 Year Vanilla Orb öffnen. 10 Jahre LOL. 4 Skins. Let's go. Oh mein Gott, Infernovarus, die wollte ich mir eigentlich kaufen. Da dachte ich mir so, na, wartest du lieber, bis er irgendwann mal im Shop im Angebot ist, weil der ist ja immer da im Shop. Und jetzt habe ich ihn gezogen. Nice. Robin Kindens Töne mehr. Ich glaube, ich habe den Legendary Skin, ja, natürlich. Ich habe den Legendary Skin von Töne mehr sogar öfter gezogen, wenn meine Videos verfolgt. Naja, Robin Kindens Töne mehr ist auch ein cooler Skin, aber ich bin kein Töne mehr Spieler. Warden Karma. Giant Enemy Crab God. So, Random Legendary Skin. Ich call's. Wenn es jetzt ein Jin Skin ist, endet das Video. Boah, ich habe jetzt Angst. Okay. Alter! Wäre das jetzt ein Jin Skin gewesen, ey? Super Galaxy Rumble. Der ist Legendary? Wusste ich nicht mal. Ich dachte, der wäre Epic oder so.
Ist doch noch ein Permanenter-Skin. Digga! Mumble. 8 Orbs. Und ich hoffe, ich bekomme einfach so einen Jackpot. World's Hazard Notch und The Jackpot, Gemstone und ein Musisch-Skin. Bitte, dankeschön. Dread. Okay! Dieses Skin kannst du einfach geschenkt bekommen, glaube ich. Aber wen juckt es? Cosmic Waver Cassidy. Oh mein Gott, das Skin ist geil. Na, weiter geht's. Na, oh mein Gott, World's Hazard Notch und Jackpot! Jackpot! Und oh mein Gott! Das war ein komischer Schrei, aber ich musste gerade mich zusammenreißen. Luna Eclipse Leona, oh mein Gott! Dieser Skin ist einfach mal geil as fuck, Alter! Wollen wir den jetzt schon öffnen? Nein. Sparen wir den für später auf. Pool Party Lulu. Ja, moin! Ich habe schon zusammen Lulu bekommen. Da ist auch der Lulu-Skin. Ich glaube, LOL möchte, dass ich Lulu spiele. Oder warum kriegen das Tründer mehr? Was zur Hölle? Das ist zum zweiten Mal jetzt bekommen. Pulsfeuer Shen. Das ist ein geiler Shen-Skin. Das ist auch sogar der neueste Shen-Skin. Ah, nee. Der neueste ist, glaube ich, Infernal Shen, oder? Ich glaube schon. Imperial Xing Xaro. Es gibt schon sehr viele Trash-Skins. Weil LOL schon so alt ist. Man möchte einfach nur die neuesten Skins bekommen, weil die am geilsten sind. Wie Odyssey Jinx. Odyssey Jinx ist geil, aber ich hab den Skin schon. Kann ich Prestige Skins bekommen? Und wenn ja, habe ich dann auch den Rahmen von denen? Finde es heraus. Omega Squad Teemo. Ich glaube, den Skin habe ich schon. Aber es ist ein Legendary. Ich freue mich. Super Galaxy Kindred. Mit diesem Kindred Skin habe ich dann alle Kindred Skins. Na gut, hier hat man nur 2 Skins. Outback Renekton. Ich glaube, mit diesem Renekton Skin habe ich alle Renekton Skins. Oh ne, da fehlt mir wahrscheinlich irgendwie 1 oder 2 oder so. Auf jeden Fall fehlt mir noch den SKT-T1 Renekton Skin. General Wukong. Und Blood Moon Cannon. Ich finde den Skin sogar relativ cool. Das war's mit dem Hextech Chess Opening. Wundert euch nicht über die ganzen Champions. Ich sammle die gerade, weil, ich weiß nicht. Ich habe schon alle Champions und wozu muss ich die denn noch aufwerten? Also, ich paar kann ich noch aufwerten, aber ich habe halt schon alle. Seien habe ich auch sogar. What the fuck? Wusste ich nicht mal. Ja. Wir wollen nicht auf die Champions achten. So, die leuchtenden Dinge sind die Sachen, die wir gezogen haben in diese Session. Die nicht leuchtenden Dinge, die hat ihr schon in mein Inventar. Und das ist schon eine gute Ausbeute, finde ich. Drei Legendary Skins habe ich gezogen. Das ist echt cool. Echt nice. Und 2 Watskins, die keinen interessieren. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Pixels. Das war's mit dem Video. Schaut in die Beschreibung. Da habe ich paar Links verlinkt, wie zum Beispiel mein Discord, da könnt ihr joinen und mit mir zusammen LOL spielen, wenn ihr wollt. Und noch ein paar andere Links, die euch vielleicht noch interessieren. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und haut da rein. Ciao.